So, und so. Da bin ich wieder. Ich würde mal, ja, mal gucken. Ich hatte jetzt zwei Sprünge dabei, das war ein bisschen fail. Weil ich momentan ja eine andere Strategie halt für den, ja, für die Off benutze. Und zwar ist es hier das mit den eigentlich normal 16 Walküren. Ich habe jetzt halt ein paar Mauerbrecher und so da drin. Ja, aber mit den Mauerbrechern, du hast sie ja gut verwenden können. Du hast ja wirklich dann den Golem halt schön reingesetzt damit. Den unteren Golem hast du ja ganz, ganz an der Ecke. Das war ja mit Mauerbrechern, die du da reingeballert hast. Und das hat ja einwandfrei geklappt. Ich meine, die Base an sich war jetzt, ja, man hätte vielleicht auch von woanders angreifen können für die Pokale. Ja. Aber dafür, dass wir da jetzt 5 Sekunden alles die gut, Chance hatten, das, die Base anzuschauen, das war schon nicht schlecht. Ich konnte jetzt hier einmal schauen. Ich hatte, normalerweise, wie ihr seht, hatte ich mit Drachen in der letzten Zeit angegriffen. Und hier auch einen Queen Walk mit Valkyren, das war auch ein Test. Hm. Weil für einen Clan War wollte ich eine Base schrotten, in der ich eben, ja, mit der Queen so viel wie möglich schrotten wollte und eben die Adlerartillerie holen wollte. Hm, ja. Und dann auf der anderen Seite eben mit dem kompletten Rest rein. Ja. Und ja, die Base war halt relativ zusammengeklumpt. Also, was haben wir? Moment, ich zeig mal hier eine. Sowas hier. Ja. Sprich, alle Gebäude sehr nah beieinander. Ganz dicht beieinander, dass sich die ganzen Dev-Gebäude, ja klar. Das, und, aber eben im Normalfall würde man sagen, oh, die ganzen Dev-Gebäude, beschützen sich halt gegenseitig. Aber klar, in dem Fall natürlich bei den Valkyren, die sich halt wirklich dazwischen stellen und dann Flächenschaden machen, kann man ja wirklich mal so sagen, dann natürlich perfekt, klar. Und genau die Base hatte ich einmal im Clan War angelaufen, auch von hier oben. Ja. Und ich hatte dann, ja, einen relativ großen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich hier die Mauer komplett geöffnet. Ja. Und bei dieser Base ist es halt so, wenn du eben, genau, wenn du, ja, wenn du halt so eine Special-Taktik hattest, ich bin halt hier unten mit dem Queen Walk rein, wollte dann einmal hier durch. Man sieht ja, die Infernos berühren hier außen gar nichts. Ja. Sprich, du kannst hier super gut mit den Heilern durchlaufen. Und dadurch, dass die Mauer hier oben eben kaputt war, war es so, dass die Valkyren hier zu dem King gelaufen sind und dann eben nicht mehr zum Rathaus. Und hätte ich jetzt die Mauer bis hierhin nur kaputt gemacht, ja, dann wären sie hier rüber gelaufen, weil halt die Clanburg von hier kommt. Dann ziehen sie alles in die Mitte und dann freest du hier den King, dass sie nicht hier noch weiter rüber gehen. Und hätte ich 2 Sterne gehabt, aber da hatte ich irgendwie nur 1 Stern, 71%, aber halt keinen 2. Stern da gehabt. Ja. Deswegen, ich würde vielleicht einmal hier so einen Drachenfight anklicken. Ja klar, hau rein, logisch, klar. Dafür sind wir da. Man sieht hier, da waren ziemlich viele Pokale. 1 Stern, 12 Pokale. Wir hatten gerade 9 Pokale für 3 Sterne. Ja, genau. Hier auch 20 Pokale, den können wir mal, am besten mal mit denen hier einfach mal. 20 Pokale für den. Aus Mega Empire. Genau, Mega Empire sogar. Ja. Müssen ja bekannt sein. Wir haben auch hier so eine Base zum Beispiel, auch Super Queen Walk von hier unten. Ja klar, dass du gleich die Adlerartillerie gesnackt kriegst und du kannst halt super, super gut reinlaufen, weil die Infernos, wer weiß, wie weit weg sind. Du kriegst die Lager down, die X-Bows jucken dich absolut null und von daher läuft das, klar. Auf jeden Fall. Jetzt kommt hier die Clanburg raus. Jetzt eben einmal hier den Blitz noch drauf auf die Luftabwehr. Hier nochmal schön den Gift. Und den Warden wirklich früh zünden. Wir sehen, wir haben jetzt ganz viel, wir haben jetzt die Adlerartillerie gerade auf die Drachen hier abgewehrt und eben ganz viele Drachen in der, ja, ich sag mal hier, in der Area gehabt, ne? Ja. Und dadurch, dass sie das ein bisschen genervt haben, sprich, dass der Radius kleiner geworden ist, ist der nicht mehr ganz so stark wie vorher, aber der geht schon, ja, der geht immer noch gut ab, ne? Ist klar. Nur wir sehen jetzt hier, von hier kommen wir eigentlich nicht mehr ins Rathaus von links. Wir haben jetzt hier oben auch den letzten Drachen verloren. Jetzt haben wir hier unten noch 2 Drachen. Wir haben noch so ein paar Resttruppen. Mit denen mache ich jetzt hier schon mal die Mauer auf. Weil wir müssen ja noch irgendwo zum Rathaus kommen. Ja, das klar, waren ja ziemlich viele Pokale. Und du hast halt noch den Freeze. Das fällt mir halt gleich auf. Vorteil definitiv noch, der Gegner hatte die X-Bows nur auf Boden. Ist natürlich auch noch mal eine Sache, die richtig reinspielt. Und die Luftfeger halt hier, ne? Ja. Nach außen. Die bringen halt gar nichts. Wäre der Luftfeger zum Beispiel hier drinnen gewesen anstelle von einem X-Bow und hätte vielleicht auf die, ja, hier nach links gepustet, dann wäre es natürlich richtig schwierig geworden, mit den Drachen erstmal reinzugehen. Aber wir sehen jetzt hier den Warden, der soll halt ein bisschen, ja, erstmal nur die Lage anhitten. Ich benutze den Barbar zum Beispiel, um unter anderem hier eine Bombe zu triggern, die da, glaube ich, noch war.
Und ich glaube, der Hawk läuft da durch, genau. Und dann Ja. eben noch, um den Weg von den Mauerbrechern zu sehen, also wo die hingehen. Ja. Die gehen ja auf das nächste Gebäude. Jetzt waren da noch ein paar Fallen, das hat uns nicht mehr so viel gejuckt. Jetzt sehen wir hier so ein Mega-Massaker in der Mitte. Ja. Jetzt halt eben den Genau, Freeze. ich dachte jetzt nämlich schon, ah, wann kommt der Freeze? Wann kommt der Und jetzt haben wir Freeze? halt hier beide Helden noch. Und jetzt habe ich die Queen halt frühzeitig gezündet, wegen dem Klar, King, klar. dass sie nicht mehr rübergeschoben wird. Und weil Und ich jetzt seht sag ihr, mal, jetzt geht's wenn doch sie auch dann schon schon ab. auch das Rathaus dann auch schon getriggert hat, dann kannst du ja auch wirklich schon loszünden und fertig. Dann weißt du gut, okay, jetzt beschäftigt sie sich wirklich nur mit dem Rathaus und dann passt das. Genau. Und ja, Drachenangriffe sind eigentlich fast, ja, du verlierst sie eigentlich nie auf 50% gesehen. Man sieht jetzt hier, ich habe jetzt auch hier einmal eben bei dem Mega-Angebot von Trophäen leider nur einen Stern gehabt. Hier habe ich auch nur einen Stern, aber man kriegt halt relativ hohe Prozente noch. 60% ist schon Ja. ziemlich guter Fight. Was ich eigentlich, oh, jetzt habe ich ihn schon nochmal gestartet. Was ich eigentlich geil finde, was sie ja jetzt geändert haben, da seit dem letzten Update, ist halt, dass du bis hier nach unten halt alles angucken kannst. Ne? Vorher konntest du ja nur die ersten vier angucken und jetzt kannst du Ja, alles du kannst angucken. ja, das ist richtig geil, Das auf ist jeden wirklich Fall. gut gemacht jetzt. Ne? Selina, ich quatsche sogar noch später nach dem Stream mit Diziax, also ich kann ihm gerne einen Gruß von dir bestellen. Das ist nicht das Thema. So, sonst würde ich einfach noch den hier machen. Schauen wir uns den mal an. Queen Walk war einfach nur der erste Test mit dieser Army. War, ich fand den jetzt nicht so mega nice, den Angriff. Hat aber irgendwie doch noch geklappt. Und ja, müssen wir mal schauen. Die Queen kommt halt hier unten rein. Man sieht auch wirklich, wie krass der X-Bow gleich ist auf die Queen. Fünf Pfeiler sind das ja. Ja. Und allein die Kanone und der Bogey Tower hauen schon so krass rein. Das stimmt, ja, das ist wirklich so. Ja. Zwei Dinger, die knastern schon richtig gut weg, auf jeden Next Fall. Level. So, jetzt schaut mal hier. Da geht das noch. Da Ja, packen die Heiler das auf genau. jeden Fall. Nur, wo haben wir hier gleich? Haben wir hier irgendwo was? Genau. Jetzt musste ich halt den Rage machen. Jetzt habe ich jetzt hier rechts, So, weil ich nicht jetzt wusste, fängt wie ich auch da die rein sollte. Igel-Artillerie an, genau. Genau. Naja, klar, bloß ich meine, du musst natürlich irgendwann auch mit den anderen Truppen anfangen, weil sonst rennt dir die Zeit da weg. Du hast halt nur Eben. noch deine 3 Minuten und da musst du halt dann eben schon, du kannst nicht sagen, gut, okay, mit dem Queen Walk erstmal die Adlerartillerie so langsam fertig machen, sondern das muss dann schon alles laufen. Hier hätte ich halt die ganzen Walküren mit dem Warden gefailt. Die waren gerade aus dem Rage raus. Jetzt ist halt nur noch der King hier drin, nur noch die Helden. So. Dadurch, dass wir aber hier keine Infernos mehr haben, ist es natürlich ziemlich nice mit den Heilern. Und gleich sehen wir auch das, was du eigentlich, glaube ich, auch immer in deinen Videos sagst mit den Golems. Halt einen Ach so, kleinen Leader-Fail. wenn der, ja klar, wenn der Golem halt da ist und der Heiler krallt sich den Golem und sagt sich, hey komm, ich heile dich mal. Genau, das sehen wir nämlich jetzt. Und Der dann. Golem geht halt einfach nicht down. Ja. Alles schießt zwar auf den Golem, Ja, aber klar. trotzdem können die Helden halt nicht Wenn, überleben. ja klar, bis dann, wenn du halt noch mega Glück hast und dann sogar die Helden sogar noch von hinten losballern, dann ist das natürlich mega geil. Aber klar, hast du vollkommen recht, geht dir natürlich dann schnell mal so ein Held down, auf jeden Fall. Man sieht es ja jetzt an der Queen, die geht halt rapide schnell runter. Und der Golem, den juckt es halt nicht, aber der ist ja auch Danke paar nochmal Kopfnüsse am an Schlagen. LTGT. Vielen Dank dafür. Ja, läuft hier auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ich lese die ganze Zeit, dass Leute Dorfbesuche haben wollen. Das können wir eigentlich auch mal machen. Ist eigentlich Klar. auch ganz interessant. Kannst du Jeden gerne können wir tun? wahrscheinlich nicht dran nehmen, Nee, aber das geht auch nicht. Ich muss hier erstmal nochmal kurz einen Cut setzen und dann, ja, seht ihr mich bzw. den Max beim nächsten Mal wieder. Ich drücke mal kurz nochmal den Stopp-Button. Bis dann.